Ein Münzfernsprecher beginnt zu läuten. Jetzt, weißt du, immer renne ich an die Dinger dran. Immer will ich mit den Leuten telefonieren. Und jetzt klingelt's. Nö. Nö? Das sehe ich nicht ein. Was soll die Scheiße? Wenn ich nicht reingehe, was dann? Arschkarte gezogen oder was? Das ist doch kacke, sowas. Ich würde gerade ziemlich gern mal ganz fix auf dem Desktop. Mann. Ja, komm. Ja? Max Payne? Wer auch immer Sie wollen. Hier spricht Alfred Wooden. Ich kann Ihnen den Namen Ihres Feindes verraten. Kommen Sie sofort zum Asgard-Gebäude. Wir erwarten Sie. Und du rennst da jetzt hin, oder was? Kapitel 5. Im Land der... war schon wieder weg. Auf den Stufen des alten Gebäudes auf mich. Mr. Payne, gehen wir hinein. Die anderen können nicht erwarten, anzufangen. Die anderen? Entgegen der gängigen Fehlinformation ist dieses Gebäude tatsächlich 2 Jahre älter als das Rathaus und damit das älteste noch in Gebrauch stehende städtische Gebäude hier am Fuße der Brooklyn Bridge. Was Sie nicht sagen. Der alte Mann führte mich durch eine dunkle, gewölbte Halle. Die Antworten, die ich suchte, zeichneten sich weit im Voraus ab. Mr. Payne, ich möchte Ihnen meine Mitarbeiter des, wie wir es nennen, inneren Kreises vorstellen. Sie haben wohl zu oft Akte X gesehen. Sie kennen die Akten über das Projekt Valhalla. Wir können die Lücke schließen und Sie mit den fehlenden Informationen versorgen. Wir waren alle an der Anfangsphase des Projekts während des Golfkriegs beteiligt. Kommen Sie auf den Punkt. Wir würden diese Sache gerne an die große Glocke hängen und sind jedoch die Hände gebunden. Ihr Name ist Nicole Horn. Sie war die Schlüsselfigur für das Projekt Valhalla. Bitch. Als die Unterstützung gekürzt wurde, weigerte sie sich einfach aufzuhören. Sie wusste genau, was sie in ihren Händen hielt. Nicole Horn ist die Präsidentin der ESA Corporation. Sie kontrolliert mehr als die Hälfte der Stadt. Dies muss jedoch geheim bleiben. Wenn Sie damit an die Öffentlichkeit gehen, werden wir jegliche Kenntnis abstreiten. Wir wollen, dass Sie sie hochgehen lassen. Anschließend können wir sie beschützen und dafür sorgen, dass die Anklagen... Warum ist nur eine Scheibe seiner Brille getönt? Das war das Stichwort für die Killer. Sie traten die Türen ein und schwärmten herein. Ja, aber nicht mehr für uns heute. Jetzt ist definitiv Schluss. Ich weiß, wir sind kurz vorm Ende, aber... Ich bin müde. Wie Sau, es ist gerade 3.06 Uhr hier. Ich werde das morgen auf jeden Fall gleich zu Ende spielen. Ich bin echt heiß aufs Ende. Dann habe ich auch schon in weiser Voraussicht Max Payne 2 bei Steam besorgt. Max Payne 3 hatte ich vorher schon. Bin ich mir aber ehrlich gesagt noch nicht sicher, ob wir das... ja, ob ich das wirklich spielen will, so in dem Sinne. Weil die ersten zwei Teile sind schon was anderes als die drei. Ich habe die drei zum Release durchgespielt, aber... Gut, ich beende jetzt erstmal die Aufnahme für YouTube. Ich schneide das Ganze dann natürlich zusammen. Ja, auf YouTube sehen uns gleich nach einem kurzen Cut wieder. Bis gleich. Wooden wartete auf den Stufen des alten Gebäudes auf mich. Mr. Payne, gehen wir hinein. Die anderen können nicht erwarten. Ja, können wir ja schon. Ja, ich weiß, wie es weitergeht. Mit den mies gelaunten Herren hier. Aber ich beschloss frühzeitig, den Saal zu verlassen. Ich fiel nur ein Stück. Okay. Was ist jetzt... Wir haben erfahren, wer die Hexe ist. Und sofort wurde der Raum, in dem wir uns getroffen haben, gestürmt. Oh, schon wieder mit ihren... Die ist ja angerannt.
Der kann eine Granate schmeißen, der Drecksack. So, von hier noch nicht zerstören. Eagle Money, sehr hübsch. Und dann geht's auch schon im nächsten Raum. Dann tun wir nichts. Aber sind wir da im Gebäude? Also, hä? Macht da kein. Wenn ich die. Macht er nicht. Also. Ich kann mir nicht mal die Monitore hier angucken. Die sogenannte Leiche von Alfred Wooden stand auf wunderbare Weise von den Toten erwacht und blickte selbstgefällig auf die toten Kameraden. Ich hatte keine Ahnung, wie er das gedreht hatte. Aber es war eine ziemlich schlaue Art, sich aus der Affäre zu ziehen. Das meiste von dem, was er gesagt hatte, passte zu gut, um dummes Zeug zu sein. Oder Turm zu hier hinten? Ach, shit. Ist offen. Ist auch zu jetzt. Okay, jetzt haben wir bloß einen Weg. Ah, gut, war keine Granate. Na, kommt ja schon weg, Feuer. Boah, jetzt haben wir erschrocken. Ich dachte, hinter uns kommt einer raus. Ach. Hier war alles zu, genau. Wo der hinschießt. Hallo?
Scheiße. Das Kapitel vielleicht neu starten. Wir gehen einfach mal ein Stück weg. Vielleicht kommt er dann durch die Tür. Wenn wir ein Stück zurückgehen. Und gleich Munition aufsammeln. Trifft sich ja. Steht immer noch vor der Tür. Jetzt haben wir. Wir speichern nochmal. So. Steht noch einer vor der Tür oder was? Ja, so geht's auch, ne? Wäre zu schön gewesen, aber mit dem Fahrstuhl zu fahren. Oh Mann. Ja, ich weiß nicht, was das werden sollte, aber... Hä, vor allem, hier ist doch der erste Stock. Hier, erster Stock. Der Fahrstuhl ist im ersten Stock. Der ist im dritten. So. Das ist der dritte. Das haut nicht ganz hin. ja. Das müssen wir nochmal üben, liebe Entwickler. Na? Nach der 1 kommt die 2, nicht die 3. Ah, hier steht 2. Was ist der? Ja, ist ein Fehler. Lol. Hier oben haben sie es richtig gemacht. Tür ist offen hinter uns. Und alle zu. Was ist das? Das ist die Bibliothek? Fahrstuhl? Ja, da haben die zweimal die falsche Textur genommen. Das ist sehr nice, ne? Ja, ich gehe leider ans Radio, aber... Oh, wie gemein! Wie gemein ist das denn? Das ist echt mies! Das ist richtig mies. Wir haben den von oben nicht gesehen, ne?
Nimm mal, ich will... Nee. Nee. Max, das mit dem Werfen, das müssen wir mal üben, ja. Ja, wie gesagt, nochmal üben, ne? Ja. Alter. Den vorher töten. Oh, jetzt. Die denen, die sagen, dass er in der Stadt eigentlich einen längst überfälligen Dienst erweist. Mit diesem unsinnigen Kreuzzug ist er zu weit gegangen. Er ist total außer Kontrolle. Man muss ihn aufhalten. Und wir werden ihn aufhalten. Das war Deputy Chief Bravura vom New York City Police Department. Aha. Ihr wollt mich also aufhalten, ja? Das werden wir sehen. So, reichern. Bestimmt noch eine Überraschung hier. Nein, Granatwerfer gibt's hier. Und Munition, sehr schön. Also praktisch immer für den Fall, dass man keinen hat, so dass man das jetzt zerstören kann. Ne? Und kommt ja also um jeden Preis weiter, da es den Raketenwerfer samt Munition hier nochmal gibt. Für alle, die praktisch bisher gerannt sind und den nicht mitgenommen haben. Oder er leer ist. Kann ja auch sein. Ja. So. Eigentlich gespeichert. Ah, was treffen die denn so? Ist ja übel, ey. Alter. Es sind immer die auf der linken Seite. Schadensbericht, einige auf der linken Seite. Hätte da vielleicht noch ein zweites Sample aufnehmen sollen. Ich meine ja bloß, ne? Auf dem Schreibtisch lag eine Videokassette. Max, du sollst ja jetzt ja keine Pornos reinziehen. Mit Erpressung hatte Nicole Horn den inneren Kreis zum Schweigen gebracht. Das Band kam zusammen mit einer knappen Erpressermitteilung. Ich erinnerte mich an Candy Dorn, die ihre Kunden beim Sex filmte und die Bände an den Meistbietenden verkaufte. Ich war sicher, dass Alfred Wooden mehr zu bieten hatte als nur bizarren Sex. Aber ich hatte das Gefühl, dass das Band mir noch von Nutzen sein könnte. Okay. Ja, ja, die gute Candy, ne? In ihrem hübschen Bettchen. Immer gepflegt, alles sauber. Ein Geschenk hinterlassen. Aber erstmal, was die Nachrichten über uns sagen. Der Siegeszug der Acer Corporation ist durch nichts aufzuhalten. Kaum zu glauben, die Aktien steigen noch immer.
Experten sehen eine Gefahr in dem Erfolg des Unternehmens. Einige behaupten sogar, dass die Acer Corporation ein größeres Monopol werde, als Microsoft es jemals gewesen sei. Okay. Wooden hatte meine Mission genau geplant. Die kritischen Bereiche im Hauptquartier der Acer Corporation waren auf den Plänen rot umrandet. Das Büro der Präsidentin lag im obersten Stockwerk, direkt unterhalb ihrer Penthouse-Suite. Die Aufzüge wurden von einem Sicherheitscomputer gesteuert, ein Teil des Zentralcomputers des Gebäudes. Das Ganze war hermetisch abgeschirmt wie eine Festung. Zwischen der Nase geputzt. So, einmal aus die Kiste. Speichern. Cold Commander und Schmerzen. Wir haben Haufen Painkiller gesammelt hier auf dem Stücke. Ich glaube, das wird nicht lustig. Ja. Ja. Scheiße. Bin echt weit gekommen. Hier. Der Schrank war's. Hier nochmal speichern. Ach, komm schon. So, zu. Was das denn für nette Herren? Eigentlich nicht. Im Prinzip rennst du mir eigentlich nur hinterher. Los, los, los! Gehe zum Block in Position. Ja, der dahinter, der ist zuerst gestorben. Gut zu wissen. Hier rausgekommen? Nee. Hier waren wir, glaube ich, vorhin. Oder? Nee, wir waren hier nicht, aber wir waren eins unten drunter am ersten. Okay. Wenn ich jetzt hier in den ersten gehe. Das beste Filmende aller Zeiten. Das ist bei Butch Cassidy und Sundance. Muss ich aber erstmal. Oh, kommt schon. Kann ich bestimmt nicht hochspringen, oder? Oh, muss ich denn jetzt? Ach so. Umgucken hier. Ich bin erstmal wieder auch im zweiten. Feindalarm.
Er war vor uns gerade hier auf der anderen Seite, da war ja keiner. Oder hab ich den übersehen? Mehr geht's eh nicht weiter. Gut. Und jetzt mal hier in der Halle nochmal umschauen. Ein bisschen Diegelmuni. Da wieder auf. Hallo. Aber ja, scheint auch nicht weiter zu gehen. Das heißt, wir müssen sowieso nach unten. Ja. Frag mich ab. Man kommt da bestimmt irgendwie durch. Gut. Scheinbar nicht. Ach, das ist die der andere Seite. Nervt mich, dass wir so viel Nerdwerfer-Munition hier verbrauchen. Oh. Kapitel 6: Byzantisches Kräftspiel. Ich hatte von Rache geträumt. Diese Träume waren immer Albträume. Vom Näherkommen und dann Fallen. Jetzt war ich nahe dran. Ich hatte einen Namen, der mich führen konnte. Nicole Horn. Uiuiuiui. Vergessen wir, dass man. Naja. Der innere Kreis hatte schon ein. Nee, den ganzen Medi ist verballert. Mal, wieso treffe ich die denn hier? Ach komm schon! Das ist ja nicht wahr, ja, ey.
Dann machen die gleich der Damage. Der hatte schon einiges vorzuweisen. Projekt Valhalla war nicht das einzige, in das der innere Kreis verwickelt war. Es gab reihenweise Schränke voller Akten. Die Geheimgesellschaft hatte eine lange Tradition. Immer hatte sie aus dem Schatten die Fäden gezogen. Es tat mir nicht unbedingt leid, dass Wodens Zug in seinem byzantinischen Kräftespiel die Mitgliedschaft auf einen einzigen reduziert hatte. Ich sollte für den alten Mann aufräumen. Es war ja auch meine Unordnung.